Hallihallo, mein lieben Singles, herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass du jetzt hier mit dabei bist. Wenn du jetzt auf dieses Orakel gestoßen bist, dann kann dieses Orakel hier ganz wichtige Impulse für dich haben, für die nächste Zeit, für dich als Single, ne? Was vielleicht oder wer oder was vielleicht hier als Single auf dich gerade zukommt, ne? Dabei ist es egal, ob du jetzt hier keinen Menschen hast, ne? Ich werde natürlich versuchen, das hier auch so gut wie möglich zu deuten. Und es ist aber auch egal, wenn du jetzt vielleicht auch jemand schon in deinem Leben hast, vielleicht noch nicht mit dieser Person zusammen bist, ne, dann kann das dieses Orakel jetzt auch für dich hier relevant sein. Ja, ich bedanke mich erstmal hier für eure Likes und lieben Kommentare schon mal im Voraus, ne, auch für die letzten Kommentare und Likes. Und wenn es dir das Bedürfnis ist, mir ein Like zu geben, würde ich mich natürlich hier sehr, sehr freuen für deine Unterstützung. Und damit beginnen wir auch schon. Was kommt denn jetzt auf die Singles zu? Also, hier kann es ganz schön heftig werden, ne? Also, das kann ich schon mal sagen. Entweder schneit hier jemand in dein Leben einfach so wie mit so einem Hammerschlag, ne? Oder es ist ganz einfach so, dass hier mit der Turi saß, kann ein Schmerz auf dich zukommen, ne? Also hier kann eine Verletzung auf die Singles zukommen. Das kann ich schon mal sagen. Für einige, ne? Ist jetzt nicht für alle, aber für einige kann ein Schmerz hier, eine Verletzung auf dich zukommen. Du sollst wirklich bei klaren Gedanken bleiben, hier dir klare Gedanken machen. Und für wieder andere ist es so, hier schneit jemand ins Leben rein oder hier befreit sich auch eine Energie. Das heißt, hier wird mal mit den Hammern die Energie reingeschlagen, ne? Und dann kann hier wieder etwas entstehen. Dann haben wir hier die Lektion in deiner Seele. Du sollst vertrauen. Ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Du sollst hier, wenn das kommt, ne, als Single, dann sollst du wirklich auf deine innere Stimme vertrauen. Wer oder was da in dein Leben kommt, vertrau auf deine innere Stimme, ne, denn die gibt dir immer das richtige Gefühl dafür. Dann haben wir hier aus dem Schutzengel-Orakel, sagt der erste Engel, mach dich an die Arbeit, es gibt hier was zu tun, ne? Also entweder gibt es hier mit jemandem etwas zu tun oder du sollst dich vielleicht auch gut um dich selbst kümmern und dich an die Arbeit machen, ne? Vielleicht auch, weil der Stern jetzt hier dabei ist. Sterne stehen ja auch immer so für Klarheit oder für Wunscherfüllung. Also mach dich jetzt an die Arbeit für deine eigene Klarheit oder auch, dass du dir deine Wünsche erfüllst. Ja? Und dann sagt der andere Engel noch hier, spirituelles Wachstum wird auf jeden Fall hier möglich sein. Ne? Achte damit auf dein drittes Auge. Das ist deine innere Stimme mit, ne? Was dir der sagt in dem Moment. Über diesen Menschen, über diese Situation. Ja, dann haben wir noch hier das Gericht, ne? Und das Gericht sagt mir für die Singles, kommt auf jeden Fall eine Entscheidung zu, ne? Dass du dich entscheiden musst. Und zwar sehe ich hier einen Mangel, ne? In deinem Leben. Vielleicht kannst du dich noch nicht so richtig entscheiden, vielleicht wem du wählst oder was du vielleicht mit dieser Situation gerade machst. Wir sehen hier, du träumst, aber du ziehst dich trotzdem auch so ein bisschen in dich selber zurück und versuchst eine Lösung zu finden, eine Situation zu wandeln. Ne? Hier sollst du wirklich auf deine innere Stimme hören. Die Hohepriesterin ist hier mit dabei. Ne? Du bist auch eine sehr spirituelle Person. Und vielleicht geht es hier um einen König der Stäbe, ne, auf den du vielleicht schaust als Single. Das ist eine sehr, sehr feurige, leidenschaftliche Person. Es geht vielleicht darum, hier einen Neuanfang mit dieser Person zu starten. Und ja, aber da ist so eine gewisse Unzufriedenheit dabei. Ne? Du weißt nicht so richtig, soll es machen, soll es nicht machen. Und es geht aber darum, hier die richtige Balance hier zu finden. Ne? Die richtige Balance. Und mir wird hier auch mitgeteilt gerade, achte bitte ganz genau auf deine innere Stimme, was die dir sagt. Ne? Dann haben wir hier die Neun der Kelche mit dabei und das sagt mir ganz einfach, du bist hier in deiner Lebensfreude. Ne? Dir geht es hier auch gut. Du bist hier in einem sehr, sehr guten Gefühl und bist auch in deiner Stabilität. Vielleicht könnte aber auch ein König der Münzen hier da auf dich zukommen. Es geht vielleicht auch um den König der Münzen oder
wirklich dann um den König der Stäbe, ne? Also, wenn du jetzt als Frau oder Mann zuschaust, dann kann es hier um eine Königin der Stäbe gehen, die ist hier auch noch mit dabei. Es kann aber auch um einen König der Münzen oder um einen König der Stäbe gehen. Also, der König der Münzen ist zum Beispiel eine Person, diese Person hat viel, viel zu tun, ne? Versucht sehr in der Stabilität zu sein, viel aufzubauen, ne? Vielleicht auch eine selbstständige Person, die viel zu tun hat. Das ist zum Beispiel König der Münzen, ne? Oder auch eine Königin der Münzen, wenn du als Mann zuschaust. Dann der König der Stäbe, das ist eine feurige, leidenschaftliche Person, setzt sehr, sehr viele Dinge um, ne? Ist natürlich sehr, sehr liebevoll und feurig in der Energie, also so eine richtige Power-Person. Ne, also das, ne, also da kannst du dir ja überlegen, wenn du vielleicht gerade mit so einem Menschen zu tun hast, wer das sein könnte, König der Münzen oder König der Stäbe, könnte aber auch beide Energien verkörpern, ne, leidenschaftliche Energien, aber auch Energien, wo viel zu tun ist, ne. Und um so eine Person geht's, ne? Vielleicht fühlst du dich hier in der Lebensfreude mit dieser Person. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass es dir richtig gut geht. Und das kannst du jetzt sein hier als die Königin der Stäbe, ne? Dass du hier sehr, sehr leidenschaftlich und feurig unterwegs bist. Du lebst deine Feurigkeit, deine Power gerade. Und wenn du als Mann zuschaust, dann könnte das auch hier eine Person sein, die in dein Leben kommen könnte. Eine sehr, sehr feurige, leidenschaftliche Person, eine Frau, ne, die dir hier ganz schön einheizen wird. Ne? Jetzt mal mit dazu gesagt. Ja, und wenn du als Frau zuschaust, dann ist es natürlich jetzt so, dass du das bist. Ne? Du bist hier sehr, sehr feurig. Du weißt natürlich mit deinen eigenen körperlichen Waffen auch umzugehen, ne, die du hier an Ort und Stelle hast. Und du weißt natürlich auch mit diesem König der Münzen umzugehen. Ne? Ja, auf jeden Fall, wenn diese Person jetzt schon in deinem Leben ist, ne, nimm mal an, also dieses Orakel ist für zwei verschiedene Gruppen. Bei den einen kann so ein König der Münzen oder König der Stäbe noch ins Leben kommen, ne, oder auch eine Königin der Stäbe oder Königin der Münzen. Bei den anderen kann es natürlich sein, dass diese Person schon im Leben ist, ne. Auf jeden Fall wünscht man sich hier, egal in welcher Gruppe man jetzt hier mit unterwegs ist, eine Veränderung mit dem Rad des Schicksals. Und hier geht auch was vorwärts. Das Rad des Schicksals dreht jetzt weiter und macht auf jeden Fall etwas erfolgreich. Ne? Also hier kommt auf jeden Fall Licht rein in diese ganze Sache. Entweder mit diesem König der Münzen oder König der Stäbe, mit der Person, die auf dich zukommen könnte. Oder es ist ganz einfach. Ich habe jetzt noch eine dritte Möglichkeit, die mir reinkam, ne? Wenn du jetzt nicht direkt auf einen Menschen guckst, ne, und vielleicht noch gar keinen Menschen in deinem Leben hast jetzt als Single hier, dann könnte ja eventuell der König der Münzen, König der Stäbe oder die Königin der Stäbe kommen, ne, in dein Leben. Oder du verkörperst generell diese Energien, dass du hier in deiner Stabilität bist, dass du hier in deiner feurigen Power bist und dass du jetzt auf jeden Fall hier als Single etwas verändern willst, was auch erfolgreich wird, ne? Wofür du auch Anerkennung bekommst, ne? Also das klappt auf jeden Fall, was du jetzt hier umsetzen möchtest. Ja, und wenn es halt um die Personen geht, dann ist es ganz einfach so, du willst mit einem von dieser Person etwas umsetzen, etwas verändern, ne? Und vielleicht sind aber auch zwei verschiedene Könige oder Königinnen hier, ne? Wo du vielleicht auch auswählen kannst, ne? Das kann natürlich auch sein. Genau, so, das sind erstmal die Energien, die hier so oben drüber stehen. Da kannst du jetzt mal schauen, wo du dich vielleicht gerade wiederfindest, ne? Dann geht es hier in der Tiefe nochmal um Heilung und um Wachstum. Entweder heilst du hier noch von etwas oder hier kommt ein Wachstum in etwas rein oder du suchst halt wirklich etwas Langlebiges, ne? Also, ja, und da geht es ja um die Gefühle. Die Gefühle sind ja am Wachsen auf jeden Fall, ne? Vielleicht mit dieser Person, die dann vielleicht noch kommt, ne, in dein Leben. Und wir sehen aber hier auch irgendwie entweder Konflikte bei einem Treffen. Also bei dem Treffen wird nicht alles so hundertprozentig nach Plan laufen, sage ich jetzt mal so. Ne? Oder vielleicht ist ja aber auch noch eine andere Person mit im Spiel. Ne?
die vielleicht auch so ein bisschen die Treffen kompliziert macht. Das kann natürlich auch hier sein, ne? Dass die da noch mit drin rummischt. Entweder hier noch eine andere Schlange, eine andere Frau, ein anderer Mann, kann aber auch eine Freundin, irgendeine Person sein, die das vielleicht auch nicht so richtig gönnt. Wir sehen aber, die Gefühle sind trotzdem am Wachsen, ne? Ja, du fühlst dich vielleicht dann so ein bisschen wie in einem Labyrinth. Du weißt nicht so richtig, was soll ich jetzt für eine Entscheidung treffen? Entweder ist da auch noch eine Ex, ne, weil die Wolken können auch hier für eine Ex stehen, für eine Ex-Frau oder sowas, ne? Irgendjemand mischt da noch mit hier im Bunde. Und ja, es fühlt sich halt alles so unklar im Innern noch an, ne? Aber hier wird eine Neuausrichtung gemacht, sehe ich hier. Und zwar ist hier noch was Verborgenes, was vielleicht auch hier an die Oberfläche kommen wird. Und wir sehen hier positive Veränderungen, ne? Im Inneren passieren positive Veränderungen. Hier sind die Lilien, ne? Ja, man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen abgetrennt von der Harmonie oder der Turm kündigt hier jetzt eine Veränderung an, dass hier eine Lösung reinkommt, wie man das Ganze vielleicht auch stabiler machen kann, ne? Dass es hier halt nicht immer wieder zu Enttäuschungen kommt. Ne? Also das kann auch auf dich zukommen oder ist vielleicht auch gerade schon hier da bei dir, ne? Für die einen oder anderen. Auf jeden Fall geht es hier um eine Person, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist egal. Es geht generell um eine Person, da nagt was. Es nagt etwas hier, ne? Also das hier ist auf jeden Fall ein Verlust, weil es hier nicht vorwärts geht, ne? Weil der Reiter, der wollte sich hier heute umgedreht zeigen, ne? Hier geht irgendwas nicht vorwärts und das guckst du dir hier an und du versuchst natürlich hier auch etwas zu machen. Ne? Du hast vielleicht auch die gewissen Zweifel hier mit bei dir, dass das hier werden könnte wieder, dass das erfolgreich werden könnte. Aber du versuchst natürlich alles Mögliche, dass du das hier klären kannst, ne? Diese Sache, damit das auch wieder hier erfolgreich wird. Ne? Und mich würde jetzt mal interessieren, weil ich das ja gerne für die Singles jetzt wissen möchte, was wird denn im Endeffekt dann hier rauskommen bei dieser Sache? Ne? Egal, ob dieser Mensch jetzt in dein Leben kommt noch oder ob dieser Mensch jetzt schon da ist. Was wird im Endeffekt dann hier werden? Ich hoffe, was Gutes, wenn ich jetzt die Karten aufdecke. Also es wird noch so ein bisschen, also entweder kommt hier ein Anruf, ne, zu dir. Und hier wird man vielleicht auch über was Festes reden, über mehr Festigkeit. Hier wird vielleicht auch wieder ein Gleichgewicht reinkommen. Oder es ist ganz einfach so, die Eulen, die kündigen, die sagen ja auch immer so kleine Sorgen, ne? Also diese Sorgen, die man vielleicht auch hat, die werden wieder hier ins Gleichgewicht gebracht, hier mit dem Anker, ne, in die Stabilität gebracht. Und man fühlt sich dann auf jeden Fall wieder wohl, ne? Also da kann auf jeden Fall die Sache geklärt werden und mit dem kleinen Glück sowieso, ne? Dieser Kummer, ja, wir sehen ja im Inneren, waren hier Blockaden, war hier ein Kummer gewesen, ne? Vielleicht auch ein Ende für den einen oder anderen. Vielleicht kam da absolut nichts mehr so richtig, aber das kleine Glück sagt, hier wird auf jeden Fall wieder was kommen, ne? Hier ist noch eine Hoffnung. Hier ist noch eine Hoffnung auf jeden Fall, ne? Okay, meine Lieben, dann werden wir mal noch eine Herzkarte springen lassen. Ne? Ja, für die einen, oh, hier sind sogar zwei, aber ich habe gerade noch was hier im Kopf. Also für die einen, die jetzt noch niemand in ihrem Leben haben, kann natürlich wirklich jetzt ein König der Münzen oder ein König der Stäbe kommen. Und mit dieser, wenn diese Person kommt, wird das wohl schön werden, ne? Weil du bist ja in der Lebensfreude, du sollst auch Vertrauen haben. Aber es kann auch noch so wie so ein kleiner Schmerz trotzdem auf dich zukommen, ne? Und hier wie so ein kleiner Verlust sich anfühlen, ne? Weil hier irgendwas nicht so richtig vorwärts geht, ne? Aber das wird, ne? Weil du guckst dir das ja genau an und du guckst auch dir an, wie du hier auf jeden Fall was in Klärung bringen kannst, ne? Gut, ja. Da haben wir hier schon mal Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Es kann sein, dass ihr eventuell Zwillingsseelen seid, wenn ihr daran glaubt, ne? Dass ihr auf eine gewisse Art und Weise gleich seid. Es kann aber auch hier sein, dass du was auf Biegen und Brechen erzwingen willst und du sollst den Dingen ihre Zeit lassen, ne? Lass den Dingen hier wirklich ihre Zeit,
ne, dass ich das auch hier entwickeln kann. Tu nichts hier irgendwie erzwingen, ne, in dieser Sache. Ja, meine lieben Singles, ich wünsche euch natürlich hier eine erfolgreiche Zeit, ne, dass das alles gut wird. Wir sehen hier das kleine Glück und die Sonne ist ja auch mit dabei. Gell? Also hier kommt auf jeden Fall wieder Glück und Hoffnung rein in diese ganze Sache dann. Gell? Okay, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.